Hey guys, willkommen zurück bei Let's 3DS Demo. Nun, im eShop gibt es ja viele Demos und nicht jedes Spiel, das man sich dort herunterladen kann, ist ein Blockbuster oder brauchbar. Ich denke, heute haben wir zum ersten Mal ein Crap-Spiel. Cooking Mama 4. Also allein als ich die 4 gesehen habe, war ich schon geschockt und habe mich gefragt, wie konnte es denn diese Serie zu einem vierten Spiel schaffen. Das kann sie doch unmöglich verkauft haben, oder? Dann gehe ich ins Spiel rein und sehe einfach nur Bullshit. Schauen wir uns das gemeinsam an. Nur schon mal vorweg, das Spiel kostet auf Amazon derzeit 47 Euro. Also New Super Mario Bros. 2 war seine 40 Euro ja schon nicht wert, ja. Und wie das hier 47 Euro rechtfertigt, das sehen wir jetzt gleich. Mit 3D hat das Spiel im Übrigen auch so gut wie nichts zu tun. Vor allem deswegen, weil sich fast alles auf dem Touchscreen abspielt, wie ihr sehen werdet. So, wir sollen eine Pizza machen. Ich habe den Touchpen in der Hand, weil den braucht man für das Spiel auf jeden Fall. Und meine erste Aufgabe wird es sein, Pulver zu verstreuen. Berühre vorsichtig das Sieb zum Aussieben. Neige es nicht zu sehr, sonst geht das Mehl daneben. Okay. Dann machen wir das. Ja, und grafisch ist es, wie ihr seht, auch ziemlich billig. Hier muss ich halt schnell sein. Und, ja, aber auch nicht zu schnell. Wenn das passiert, muss man ins Mikro blasen. Also sorry, dass es jetzt vielleicht eventuell gerade in der Aufnahme etwas gerauscht hat. Ich kann das halt nicht ändern. Wenn ich blasen muss, muss ich blasen. Und ja, ich weiß, wie das klingt. Ich tippe das Ding immer mal links, mal rechts an und mal in der Mitte. Und immer hin und her, damit es sich eben nie zu sehr auf eine Seite neigt. Ach, verfluchte Scheiße, ey. Ich bin ein Mann, ich darf Fehler machen. Für alle weiblichen Zuschauer. Ja, aber nicht so viele. Zerfix. Man hat eben auch ein Zeitlimit, das seht ihr oben rechts, links. Ja, hat gepasst. Und der Balken darunter, das ist immer mein Fortschrittsbalken. Ich habe zwar drei Fehler gemacht, hab's aber innerhalb des Zeitlimits geschafft. Und deswegen habe ich die Goldmedaille bekommen. Das ist gut. Aber ich finde, wenn man Fehler macht, sollte man auch nicht die Goldmedaille geben, sondern bestenfalls Silber. Hallo, ich habe dreimal was verschüttet. Klar, ich habe es innerhalb des Zeitlimits noch geschafft, aber deswegen war es doch nicht sehr gut. Man kriegt die gleiche Auszeichnung, wie wenn ich es ohne Fehler geschafft hätte. Also, dann finde ich das Bewertungssystem ja allein schon scheiße. Zweite Aufgabe. Gib es beim Mixen hinzu. Toller Titel. Beweg den Schneebesen, um alles zu mischen. Halte ihn zum Zugeben einer Zutat an. Okay. Dann mache ich auch das. Kreisbewegungen auf dem Touchscreen machen. Und immer achten, wann kommt denn eine Zutat. Jetzt aufhören. Nichts mehr machen, sonst ist es ein Fehler. Weiter, 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 weiter. Ah, jetzt habe ich fast schon zu spät aufgehört, aber offenbar ist das Spiel sehr großzügig. Und am Fortschrittsbalken sehe ich ja auch, wie weit ich schon bin. Über die Hälfte. Wahrscheinlich kommt noch eine Zutat. Ja. Was war das jetzt? Egal. Schnell, 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 schnell. Geschafft. Und wir haben offenbar noch die Hälfte der Zeit übrig. Das kann sogar sein. Ich hasse die Pizza meiner Mutter. Die schmeckt scheiße. Knete den Teig. Knete den Teig, wie gezeigt, mit dem Touchpen und schmetter ihn zum Schluss hart auf den Boden. Oh ja, schmettern und das kann ich, ja. Also. Auf dem Touchscreen nun Bewegungen hoch und runter. Ganz einfach, ganz schnell. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und jetzt, bam. Ja, mach. Was war da jetzt falsch? Ich mach das. Hallo! Hi! Was willst du von mir? Ich mach's genauso wie angezeigt. Ich setze oben an und tue das Ding dann nach unten. Jetzt mach ich langsamer. Okay, vielleicht war es zu schnell. Total unlogisch.
Selbst wenn es zu schnell wäre, warum fliegt es dann auf die linke oder rechte Seite? So ein Scheißdreck. Das darf man hier nur ganz langsam machen, sonst wird es als Fehler gewertet. Lächerlich. So, nicht mehr viel Zeit. Schaffen wir es noch? Komm, 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 komm. Knete, 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 knete. Na, nochmal werfen. Yes. Okay. So, das war das Letzte, was ich privat gemacht habe. Alles Nachfolgende ist blind, aber... das macht's nicht besser, glaube ich. Ja, weiter. Danke. Nun, roll den Teig aus. Wirf den Teig wie gezeigt, um ihn zu strecken. Achte auf dein Timing, dann wird es einfacher. Die Beschreibung ist irgendwie ein bisschen blöd. Was soll ich tun zur Hölle? Wieder so Drehbewegungen. Ja. Und das Gleichgewicht halten. Irgendwie. Wie auch immer ich das tun soll. Und werfen. Wie werfe ich das Ding denn? Nein, 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 nein. Ganz ruhig, nicht runterfallen. Nein. Aber mein Fortschritt ist verdammt niedrig. Ich glaube, hier werde ich failen. Was soll das jetzt? Hä? Ach so, wenn das ganz oben ist, dann kann ich es werfen. Ah ja. Ganz schnell drehen und dann eine Bewegung nach oben machen. Dann kannst du ihn werfen. Nämlich jetzt. Genau. Oh, die Zeit wird knapp. Ich habe vorher nicht so stark gedreht, weil ich dann gedacht habe, das fällt runter. Aber offenbar soll ich das jetzt machen. Yeah, werfen, werfen, werfen. Schön. Sieht doch gut aus, das Ding. Also das Spiel würde ich nur einer Mutter kaufen, die echt gar nichts beim Kochen kann. Ja, aber man bekommt ja zumindest die Tipps, was alles so reingehört und wie man es ungefähr macht. Was kommt jetzt dazu? Öffne die Dose. Beweg den Dosenöffner auf und ab, um die Dose zu öffnen. Pass auf, dass du nicht zu weit schneidest. Aha. Auf und ab bewegen. Das Problem bei dem Spiel ist halt, dass es meistens immer das gleiche Prinzip ist. Ich musste den Schraubenzieher übrigens gerade wieder aufheben. Mit Hilfe des Touchpens. Ja, man darf es nicht zu schnell machen. Wenn man einmal das Timing raus hat, das habe ich gerade, dann passt. Die Zeit ist sehr groß, oder? Hä? Habe ich jetzt zu weit geschnitten oder was ist dein Problem? Ja, so passt es doch, oder? Oder nicht? Warum denn? Okay. Mama macht das. Komm schon. Ja, was krieg ich dafür, wenn die blöde Kutze blöd ist, das zu öffnen? Also ich hätte es geschafft. Where's the fucking problem? Das Ding war offen. Ach, halt mich am Arsch. Verteile es! Verteil die Soße mit dem Touchpen auf dem Pizzateig. Werde ich tun. Ja, also wie gesagt, es sind fast immer die gleichen Bewegungen. Und das macht das Spiel halt echt sehr einfach und ein bisschen lame. Was steht da? Wow, besser als Mama. Also ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie viel Euro das Spiel denn wert ist. Ich würde es auf... ah, Jesus. Nicht höher als 5 Euro, ganz im Ernst. Ich denke mal, in der Vollversion hat man viele, viele Rezepte. Ich weiß es ja nicht und jetzt habe ich gar nicht mal gelesen, was ich machen soll. Ach so, den Scheiß da drauf werfen. Oh, das ist jetzt sogar ein bisschen anspruchsvoller. Den Mozzarella muss ich jetzt getimed drauf werfen. Jetzt wird es tatsächlich anspruchsvoller. Wow. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Was denn? Ich habe doch gemacht. Jetzt hat er irgendwie nicht reagiert und schon wieder nicht. Hallo? Bisschen komisch ist das Spiel aber schon. Erst wenn die Animation fertig ist, kann ich den nächsten Mozzarella werfen. Aus welchem Grund bitte? Ja komm, ich habe keine Zeit mehr. Fuck. Die müssen beide jetzt drauf. Ah, scheiße. Ach, dann halt nicht. Komm, leck mich doch am Arsch, ey. Mach weiter. Oh, ist doch kein Problem, sieht doch schön aus, oder? Musst du nicht in der Mitte noch zwei sein? Das passt doch schon so. Zu viel Käse ist auch nicht gut.
so viel zu viel. Nächste Aufgabe. Zerrupf die Blätter. Merk dir die Reihenfolge, in der du die Basilikumblätter abzupfen musst und zieh sie ab. Aha. Ja, das hat man jetzt halt aber nicht so schnell ge... Ich glaube aber so. So. Dann das. Nee. Aha. Ja gut, das macht es auch wieder ein bisschen anspruchsvoller. Flut. Das war erst links. Dann rechts. Ey, nee, jetzt habe ich aber... Ich habe auf den rechten gemacht. Der hat nur nicht reagiert. Warum auch immer. Immer erst, wenn die Animation vorbei ist, reagiert das Spiel. Das finde ich total scheiße. Ja, Zeit hat man auf jeden Fall genug. Wow, besser als Mama. Naja, so langsam bekomme ich da Zweifel. Back es im Holzofen. Beweg den Touchpen, um die Pizza in den Ofen zu tun. Achte auf deine Geschwindigkeit. Wie jetzt? Schnell rein damit. Meinst du, ich will mir meine Hand verbrennen? Wieso? Optimal! Ja, ja, jetzt habe ich den Dreh raus. Aber man bekommt es auch auf dem Touchscreen angezeigt. Weil genauso wie der Pfeil hier angezeigt wird, genauso muss man auch den Touchpen bewegen und eben auch in der exakt gleichen Größe, wie es angezeigt wird. Daher ist es nicht schwer. Man bekommt es im Prinzip vor die Nase gehalten. Ja, also ich bleib dabei. 5 Euro ist hier echt das Maximum. Ich denke schon, dass es einige Rezepte im vollen Spiel geben wird. Aber es ist halt auch echt nur brauchbar, wenn man eine Mutter hat, die echt gar nichts kann. Aber ich denke, selbst dann lohnt sich ein Kochbuch mehr als dieses Spiel. Danke fürs Spielen der Demo-Version, Cooking Mama 4. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist die Verkaufszahlen der anderen drei anschauen, weil ich frage mich schon, wie das hier in die vierte Runde gehen konnte. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Produktionskosten des Spiels sich bei ein paar Cent bewegen und deswegen sich 5 oder 6 Verkäufe in anderen Versionen gelohnt haben. Riesencrap! Also ich würde mir das nie im Leben kaufen. Oh man, eure Meinung in den Kommentaren ist gefragt. Hoffentlich haben wir das nächste Mal wieder was Gescheites, weil das ist ja echt richtig, richtig schlecht.